Guten Morgen. Ja, ich melde mich heute mal aus dem Rudolf-Harbig-Stadion in Brna. Noch bin ich alleine hier, aber ab nächster Woche beginnt dann wieder der Lauftreff in Vorbereitung auf den Teamrun, der im Mai in Zwenkau, am Kap Zwenkau stattfinden wird, mit freundlicher Unterstützung vom Laufshop Haas. Und da komme ich auch gerade her und habe mir hier ein paar schöne Wettkampfträger abgeholt, die ich heute gleich mal testen werde. Auf dem Plan stehen 8x1000 und 4x400 in Vorbereitung auf den Wettkampf am Wochenende. Da laufe ich wieder in Eilenburg. Ja, ich freue mich schon drauf. Eilenburg ist ja immer ein gutes Pflaster für mich. Und da werde ich wieder als Härtetest in Vorbereitung auf den Frühjahrsmarathon die 5 und die 10 Kilometer in Angriff nehmen. So, die ersten Läufe mache ich wieder in einem flachen Wettkampfschuh. Genau, das trainiert auch ein wenig die Wadenmuskulatur und ja, ist doch ein anderer Laufschritt als so in einem Carbon-Schuh. Und deswegen habe ich mir das wieder angewöhnt, dass man auch mal das Gefühl wieder bekommt. Und außerdem laufe ich den Schuh echt gerne. Und heute ist es endlich auch mal trocken. Da macht das Ganze dann richtig Spaß. Und ansonsten zeige ich euch gleich, was ich vom Laufshop Haas heute Schönes bekommen habe. Ihr seht, ich habe hier sehr viel Hoka an. Mit den Schuhen komme ich gerade ziemlich gut zurecht. Ich laufe zu Hause auch noch, also was heißt, ich laufe zu Hause, ich laufe auch noch New Balance gerade. Die gibt es alle im Laufshop käuflich zu erwerben. Und jo, dazu gibt es natürlich auch im Laufshop noch eine ordentliche Bewegungsfußanalyse und dann wird für euch der passende Schuh gefunden. Und jetzt habe ich hier den neuen Wettkampfschuh von Hoka in einer brandneuen Farbe. Ja, den stelle ich mir jetzt hier schon zurecht und ich denke mal, nach dem 4000er wird gewechselt. So, die ersten vier geschafft, genau im Soll, alle so um die 3 Minuten und jetzt wird hier mal das Gerät ausgepackt. Ich habe gehört, den muss man gut zuschnüren, weil ansonsten geht er auf. Aber er fühlt sich schon mal sehr bequem an. Ich bin gleich der Letzte. Da stelle ich mal einfach die Kamera hier her. Geht doch noch. Ja, das war jetzt mein letzter Lauf. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt. Ja, die Einheit ging gut. Ist halt wieder so kalt irgendwie. Musste mich schon ganz schön strecken, aber ich denke mal, das war alles im grünen Bereich. Laktat konnte ich nicht nehmen, weil meine Finger einfach zu kalt sind und da kommt kein Blut. Dann muss ich immer quetschen wie sonst irgendwas und ja, das macht irgendwie, glaube ich, einfach keinen Sinn. Ja, die Schuhe, die ich anhabe, der Cielo Road X1 ist das, glaube ich, ganz verrücktes Teil. Man läuft irgendwie so richtig voll auf dem Vorderfuß, also der Schuh zwingt einen richtig da zu laufen, fühlt sich am Anfang an wie ein Absatzschuh, vor allen Dingen, wenn man hier von dem ganz flachen kommt. Aber weiche Zwischensohle, man steht trotzdem stabil drin. Ja, macht Spaß. Es fühlt sich alles irgendwie gar nicht so schnell an. Aber ich glaube, die richtige Stärke des Schuhs wird auf der Straße liegen. Und wenn man dann
eben in der Marathongeschwindigkeit rollt, dann rollt man. Und ja, also spannendes Teil. Cool, Farbe sieht gut aus. Obermaterial ist sehr angenehm. Wie gesagt, die Schnürsenkel, die ja, geht besser, aber mit dem Doppelknoten ist das dann auch alles wieder schick. Und ja, ansonsten bin ich jetzt fertig. Ich hätte euch gerne ein bisschen mehr von der Einheit gezeigt, aber es war halt niemand da, der filmen kann. Und wie gesagt, nächste Woche, Dienstag, findet hier hinter mir der Lauftreff statt von Bonner für den Teamrun. Mit freundlicher Unterstützung des Laufshops von Helmut Haas. Und meldet euch gerne an Instagram. Telefonnummer findet ihr da alles. Und dann kommt vorbei, meldet euer Team an für den Teamrun in Zwenkau. Schulen, Firmen, Büros, wer auch immer. Seid dabei, habt Spaß und wir sehen uns. Bis bald.